Achtsamkeit als Morgenmeditation. Wir üben uns in Achtsamkeit auf den Körper in Meditationshaltung, auf den Atem im Körper und auf die Empfindungen, die wir dabei deutlicher bemerken können, sowohl die Körperempfindung als auch die inneren Empfindungen. Zuerst entwickeln wir eine geeignete Motivation dafür, so diese Dreiviertelstunde in Meditation zu verbringen. Zuerst entwickeln wir die Motivation, die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung zu erkennen und zu nutzen. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Metta, die Herzenswärme, zu trainieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und liebevoller zu sein. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen und anzuerkennen und die Kraft der Herzenswärme zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Wir können auch vor einer solchen Achtsamkeitspraxis, wenn wir uns mit den drei Juwelen des Buddha-Dharma-Buddhismus verbunden fühlen, diese Zuflucht nehmen oder sprechen oder auch eine entsprechende innere Verbindung zu einer Kraftquelle aufnehmen, die uns kostbar ist. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Wir haben eine geeignete Körperhaltung angenommen und bringen jetzt auch die Qualität der Achtsamkeit in diese Körperhaltung hinein. Achtsamkeit ist eine Qualität, eine freundliche, friedvolle Qualität. Achtsamkeit blickt wohlwollend auf ein Phänomen, auf ein Erleben, auf irgendetwas wie den Körper. Ist ein bisschen wie neugierig, will wahrnehmen, spüren, erforschen. Achtsamkeit möchte eigentlich lieben, was da ist, was auftaucht. Und wenn es etwas Unangenehmes ist oder
nicht Sinnvolles, nicht Heilsames, dann möchte Achtsamkeit das verstehen und verändern. Wir sagen oft, Achtsamkeit wertet nicht, urteilt nicht. Ja, aber sie kann sehr wohl unterscheiden zwischen dem, was heilsam ist oder unheilsam, oder auch die Qualitäten, die Eigenschaften wiederum von dem, was da ist, bemerken, auch in Unterscheidung. Ja, schauen wir erstmal den sitzenden Körper an. Wie fühlt sich das Sitzen an? Nach unten hin. Wie fühlt es sich an mit den Füßen, den Beinen, dem Gesäß auf dem Sitzplatz verankert zu sein? Die Schwere des Körpers, die Erdanziehungskraft, der Bodenkontakt. Wie fühlt es sich an? Die Stabilität der Erde, repräsentiert durch den Sitz, auf dem wir Platz genommen haben. Dann die Aufrichtung des Oberkörpers aus dem Sitz heraus. Wie zeigt diese sich heute Morgen? Fällt es mir leicht? Ist es angenehm, den Körper so aufgerichtet zu halten, oder etwas beschwerlich? Was treten mit der vertikalen Körperhaltung für Empfindungen auf? Wir hören hier manchmal, das dürfte wecken, es wäre wie ein Wachsen. Ist das so? Und überhaupt, ist der Körper schon in der Mitte angekommen oder gibt es noch Unausgewogenheiten? Wäre es vielleicht noch besser, ein wenig anders zu sitzen? Um den Körper ganz in seiner Aufrichtung achtsam wahrnehmen zu können. Die Empfehlung wäre wirklich, mit der Achtsamkeit beim Körper erst einmal zu bleiben. Nicht die ruhende Haltung des Körpers als eine Gelegenheit zu nutzen, mit dem Geist ganz wegzugehen. Lassen wir die Achtsamkeit diesen sitzenden Körper ganz anfüllen, in alle Extremitäten hinein, in alle Bereiche des Körpers hinein. Bis wir vielleicht den Eindruck haben, ganz des Körpers gewahr zu sein, von Fuß bis Kopf und Kopf bis Fuß. Als wäre die Achtsamkeit wie ein Heliumgas, das einen Ballon füllt. Nicht, dass wir damit schweben, aber so vom Bild her, es könnte auch Luft sein. Es geht nicht um einen Schwebezustand. Nur darum, Geist im Körper ganz zu halten und den Körper ganz deutlich wahrzunehmen. Auch in Bezug auf Spannung, Entspannung, Wärme, Kühle. Schmerz, kein Schmerz.
all die Schattierungen oder Abstufungen dazwischen, zwischen diesen Extremen. Dann die Atmung im Körper. Je ruhiger der Sitz des Körpers, die Haltung des Körpers wird, desto deutlicher kann die Atmung uns bewusst werden. Dann verbindet sich die Achtsamkeit auch ganz bewusst nun mit dieser Atembewegung, so wie sie spürbar ist, so wie sie sich ereignet, und bleibt bei ihr und erforscht auch und spürt auch die Qualität des Atems jetzt. Vielleicht ist jeder Atemzug auch ein bisschen anders, also man braucht schon eine sehr gesteigerte achtsame Präsenz, um die Qualität eines jeden Atemzugs, die Eigenschaft eines jeden Atemzugs zu bemerken. Wie ist dieser Atemzug? Und dann der nächste, dieser. Das ist mit Neugier in der Achtsamkeit, Interesse gemeint. Das Einfache wird wichtig, wertvoll. Das, was wir sonst übersehen oder kaum bemerken, bekommt Bedeutung. Ja, sitzen wir ein paar Minuten in Stille ohne weitere Anleitung. Bis zu einer kleinen Unterbrechung unserer Dreiviertelstunde.
bei Bedarf die Haltung etwas lockern, sich etwas bewegen, sodass wir danach nochmal etwa 20 Minuten sitzen können. Dann schauen wir mal in der zweiten Hälfte unserer Morgenmeditation nach den Empfindungen. Körperempfindungen und ja, innere Empfindungen, geistige Empfindungen. Empfindung ist, glaube ich, die beste Übersetzung für Sensations auf Englisch oder Vedana aus den indischen Sprachen. Vedana. Manche sagen auch Gefühle oder das Fühlen, das Spüren. Das sind nicht die Emotionen. Die sind komplexer und sicherlich dramatischer und handlungsorientierter. Also die will man ausdrücken oder unter denen leidet man. Empfindungen sind irgendwie einfach da. Wir schauen nach dem, was schon da ist oder was sich zeigt, wenn wir es spüren oder bemerken. Jetzt fällt es uns vermutlich leicht, in die Körperhaltung zurückzufinden. Sie ist irgendwie auch schon da. Sie war eben da. Wir brauchen sie nur wiederfinden. Wenn möglich, nutzen wir die Qualität der Achtsamkeit in Bezug auf den Körper und den Atem, die eben schon entstanden war, erneut. Bis wir merken, wir sind wirklich recht präsent und können deutlicher wahrnehmen, was im Körper und ja überhaupt in uns vorhanden ist und auftaucht und sich zeigt. Und in diesem Milieu, das wir im Grunde geschaffen haben durch die Haltung und die ruhige, freundliche Atmung, schauen wir mal nach den Empfindungen. Was sind da für Körperempfindungen zunächst? Und wo sind sie zu spüren und welche Eigenschaft haben sie? Vermutlich gibt es angenehme und unangenehme Körperempfindungen und irgendwas in einem Spektrum dazwischen. Oder auch bestimmte Eigenschaften von Körperempfindungen wie Wärme oder Kühle oder verschiedene Formen von Schmerzempfindung oder Kribbeln, Jucken, Drücken. Schwere, Leichtigkeit, dieses ganze Spektrum. Schauen wir es mal an, was so da ist. Und vermutlich werden wir bemerken, dass wo die meisten Körperempfindungen lokal sind, das heißt, es kann in einer Seite des Körpers, an einer Stelle vielleicht einen Schmerz geben und an anderen Stellen, in anderen Bereichen kein Schmerz.
Oder die Füße sind kalt und die Hände sind warm oder umgekehrt. Nochmal, alles das darf aus Sicht der Achtsamkeit oder mit Achtsamkeit betrachtet interessant sein, Bedeutung gewinnen. Und wir schauen es mit einer freundlichen Haltung, inneren Haltung an. Ist an der Stelle ein bisschen schwierig, wo wir vielleicht wirklich unangenehme Empfindungen wie Schmerzen bemerken, die hätten wir ja dann lieber nicht. Möchten wir gerne loswerden. Aber vielleicht können wir das ein wenig vertagen und dann später schauen, wie wir mit Schmerzen praktisch umgehen. Jetzt wäre es einfach mal die Gelegenheit, sie anzuschauen, sie zu erforschen, mit ihnen ruhig und gelassen und vielleicht auch wohlwollend zu sein. Das sind also Empfindungen, die wirklich einfach Körperempfindungen sind. Wir erklären sie ja manchmal auch zu Empfindungen unseres Ichs, wenn uns vielleicht jemand fragt, wie geht es dir? Und dann sagen wir, ich habe Schmerzen hier und dort. Als wenn unser Ich die Schmerzen hätte. Aber vielleicht ist es einfach im Körper. Und die Achtsamkeit tritt jetzt an die Stelle dieses vermeintlichen Ich und ist diese Qualität, die einfach wohlwollend und ruhig schauen kann. Bleiben wir bitte ein bisschen in Stille bei der Körperbetrachtung der Empfindungen.
Vermutlich vermischt sich die achtsame Betrachtung der Körperempfindung schon etwas mit den inneren Empfindungen, die gar nicht primär körperlich sind. Was sind innere Empfindungen oder geistige Empfindungen, Mental Sensations? Ja, das sind Zustände von etwas mögen oder nicht mögen, es eben angenehm finden oder unangenehm. Das ist in gewisser Weise manchmal nicht wirklich direkt im Körper, sondern es ist eine innere Erlebnisebene, die dazukommt oder auch gar nichts mit dem Körper zu tun hat. Die noch nicht so komplex ist wie Emotionen, wo viele Gedanken und eine Geschichte und alles Mögliche dazugehören, sondern wo wir einfach, wenn wir hineinspüren, bemerken, da ist etwas, da ist eine Stimmung, vielleicht eine Laune schon, eine innere Atmosphäre. Sowas wie zum Beispiel, ich bin hier gerne, oder da ist ein angenehmes Gefühl in Bezug auf das Hiersein in einem Raum, in einer bestimmten Situation. Oder man ist irgendwo überhaupt nicht gerne, man spürt da ja, vielleicht schon Unruhe als Empfindung, als geistige Empfindung, die sich sicherlich dann auch auf den Körper auswirkt. Wir könnten erforschen, inwieweit innere Empfindungen mit Körperempfindungen zu tun haben oder auch Körperempfindungen auslösen. Aber doch eigentlich von einer anderen Natur oder Eigenschaft sind. Bei all den Achtsamkeitsanleitungen, gerade auch den buddhistischen, kommt noch hinzu, dass die Achtsamkeit, die betrachtet, die wahrnimmt, die spürt, größer werden darf, stärker werden darf durch die Qualität des präsenten, freundlichen Betrachtens, sodass schließlich die Dominanz, die Herrschaft, zum Beispiel der Empfindungen über unser Erleben, sich verringert und ja, der Geist, der betrachtet, stärker und klarer hervortritt. Aber schauen wir erstmal auf die Empfindungen im Geist, im Innern, die da sind und lassen an ihnen die Qualität der freundlichen Achtsamkeit zunehmen. Ein paar Minuten in Stille.
Wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde lang den Körper, die Atmung und schließlich die Empfindungen im Körper und im Innern mit wohlwollender, freundlicher Achtsamkeit betrachtet. Würdigen wir bitte am Schluss diese Qualität der Achtsamkeit noch einmal selbst. Hat sie nicht einen befreienden, wie es in manchen schönen Übersetzungen heißt, gemütserlösenden Charakter? Einen besänftigenden, befriedenden und ja, Herz und Geist befreienden Charakter. Genießen wir sie selbst als innere Möglichkeit, mit unseren Zuständen umzugehen. Mit guten Wünschen und einer Widmung abschließen. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, Geistesruhe, wacher Präsenz und Herzenswärme, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und freundliche Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.